Diabolo gefragt Pietsmiet. Wovon kauft ihr immer nur das Beste? Ich glaube, ich kaufe ehrlicherweise von nichts immer nur das Beste. Deswegen nichts. Kann schon mal sein, dass ich male. Das mache aber sonst eigentlich nicht. Kauft man nicht irgendwie so gesehen immer das Beste für sich? Also ich weiß nicht, was mit das Beste gemeint ist. Also beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt wichtig. Also eigentlich von allem. Also man kauft ja für sich immer das Beste. Oder nicht? Also ich kaufe ja nicht extra Sachen, die irgendwie scheiße sind. Also preis-leistungstechnisch gucke ich immer danach, das Beste für mich zu kaufen. Von frischen Sachen versuche ich immer nur das Beste zu finden. Also sei es Gemüse oder Obst, ne? Dann versuche ich das immer möglichst frisch zu holen. Ja, so frisch wie es halt geht. Und dann halt auch an einer Fleisch-Fisch-Theke, wie auch immer, versuche ich auch immer nur das Beste zu finden. Ansonsten habe ich solche anderen Sachen. Ja, manche Süßigkeiten finde ich auch so. Da gibt es ja auch die Billigversionen, die haben mich nie so abgeholt. Also ist es ja dann auch da nur das Beste, wenn ich da was hole. Aber sowas wie Milchprodukte oder sowas sind. Da ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ja. Tja, das ist gar nicht so simpel. Ganz viel von dem, was mit Zocken zu tun hat, wenn ich es nicht anderweitig gestellt bekomme, zum Beispiel Maus, Tastatur, Controller, halt die Sachen, von denen ich denke, dass die die besten sind. Genau das gleiche mit einem Handy. Ich glaube, dass ich das für mich beste Handy kaufe, immer. Aber ansonsten ist das halt so ein bisschen Frage. Man hat halt so seine Markenlieblinge, so Gewürz-Ketchup-Hehler. Ist das wirklich der Beste? I don't know. Also das Beste ist ja auch häufig ganz subjektiv. Deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig sagen. Aber so grundsätzlich alles so in dem Bereich, was hier so um diesen Schreibtisch herum ist, versuche ich immer, das für mich Bestpassendste zu nehmen. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich versuche natürlich immer das Beste zu kaufen, weil das Beste preis-leistungsmäßig ist natürlich auch das Beste für mich. Aber zum Beispiel, wir gehen halt bei uns um die Ecke, ist ein Metzger, der noch super viel selber macht, wo auch die Herkunft dann cool ist für die Tiere und das Grillfleisch einfach das Beste ist und auch so allgemein das Fleisch dort und die haben auch Käse vom ganzen Leib und so. Das ist schon nice. Also da zum Beispiel.